Einen recht schönen guten Tag. Mein Name ist Georg Iličić, ich bin Tester bei der Zeitschrift Motorrad und das ist mein Kollege Peter Meyer, Redakteur bei der Zeitschrift Motorrad. Wir sehen hier eine KTM 390 Duke. Peter, die wurde schon mehrfach vom Motorrad getestet. Was hat es mit dieser Maschine auf sich? Ja, wie du schon sagst, die KTM 390 Duke haben wir schon öfters in einem Test gehabt. Jetzt ist dieses Motorrad Teil eines Vergleichstests, und zwar der, wir nennen es 300 Kubikzentimeter Naked Bike Klasse. Die beiden anderen Maschinen, die sind schon bei den Importeuren, das wäre gewesen die Kawasaki Z300 und die Yamaha MT-03. Es ist natürlich ein interessantes Testfeld. Wer ist denn jetzt im Grunde genommen, das ist die Konkurrenz oder gibt es da noch andere Motorräder, die in diesem Vergleichstest mit reinspielen könnten? Nein, genau, diese Motorräder passen eigentlich zusammen. Das hat mehrere Gründe. Zunächst mal der finanzielle Grund. Alle drei Motorräder, also die Yamaha, die Kawasaki und die KTM, liegen preislich ungefähr bei 5.000 Euro. Und dann hat es natürlich auch den Grund, dass die Motorleistungen in etwa gleich sind, das heißt, beziehungsweise auch die Hubräume. Das heißt, wir haben hier die KTM als Hubraumstärkste mit 372 Kubikzentimeter, darunter die MT-03 von Yamaha mit 320 Kubikzentimeter und dann die Kawasaki, die Z3 mit 296 Kubikzentimeter. Peter, was eint denn diese Motorräder? Ja, eint ist vielleicht in diesem Umfeld nicht korrekt ausgedrückt. Was trennt sie, müsste es eher heißen. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Yamaha und die Kawasaki als Zweizylindermotoren und hier die KTM als Einzylinder. Und das ist natürlich nicht nur eine Glaubensfrage, sondern auch eine Frage der Motorcharakteristik nachher, wie sich das Motorrad in der Praxis verhält, also die Unterschiede. Und so viel darf ich schon vom Testergebnis vorwegnehmen. Die Unterschiede sind frappant und auch in dieser Hubraumklasse deutlich spürbar. Man muss natürlich sagen, dass der Vergleichstest schon einen ganz profunden Hintergrund hat. Die Motorräder sind nämlich sehr angesagt, wenn man bedenkt, gerade diese KTM, die 390er Duke, ist die bestverkaufte KTM im vergangenen Jahr gewesen. Auch dieses Jahr wieder auf Anhieb auf Platz 19 der Zulassungsstatistik hochgeschnellt. Und aus diesem Grund sieht man, dass dann natürlich auch ein recht großes Interesse an diesen Einsteiger-Naked-Bikes vorhanden ist. Peter, kannst du denn schon Ergebnisse verraten über den Vergleichstest? Wenn man alphabetisch vorgeht, können wir sagen, die Kawasaki, die ist die ausgereifteste, die ist die stabilste fahrwerksmäßig auch in diesem Trio. Dann die KTM ist die leichteste mit 152 Kilo, sie ist mit 44 PS auch die sportlichste und ich denke, das darf man auch sagen, die optisch sicherlich am geschliffensten und am schnittigsten daherkommende. Und die Yamaha MT-03 als Newcomer in diesem Feld, die passt sich haargenau zwischen diese beiden anderen Maschinen ein. Man darf gespannt sein, ob sie ein bisschen oberhalb oder ein bisschen unterhalb des anderen Duos sich befindet. Super, vielen Dank für das Gespräch. Danke und tschüss. Dankeschön.